Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und ja, wir wurden oder werden schon wieder aufgehalten von einmal den Rätern. Also das ist an sich hier historisch gar nicht so unrichtig, weil die Barbaren haben immer wieder die Römer angegriffen. Aber was echt nervig ist, wir haben letztes Mal schon wieder eine Sezession, ein Bürgerkrieg bekommen. So, letzte Runde haben die 7. Legion gegen unsere 3. Legion, die natürlich viel besser war, verloren. Genau da habe ich andere Einheiten reingetan als hier. Und jetzt haben wir da ein bisschen was reingebaut, was blöd ist, dass unsere Flotte auch ja, zu den Gegnern jetzt gehört, das habe ich aus den Augen verloren. Genau, aber wenigstens sind wir jetzt relativ stabil in Griechenland angekommen. So, und jetzt schauen wir mal. Warte mal, wer hat... Gehört er zu uns? Der gehört nicht zu uns. Deswegen bekommt er auch nichts, ne? Genau. Gut, dann nächste Runde. Ich bin mal super interessiert, ne? Nicht interessiert, sondern ich. Oh ne, da kommt ja schon wieder eine Fußsäckarmee. Genau, ich bin super gespannt, ob wir das wirklich noch schaffen, in der Zeit aufzuholen. Weil, ja, jetzt müssen wir quasi wieder hier in Griechenland ein bisschen. Alter, da sind drei Fußsäckarmeen. Uiuiuiui. Und meine Fullstack-Armee da oben musste wieder zurück. Das heißt, in Griechenland habe ich nur noch eine Fullstack. Oh Mann. Immer wenn ich in Griechenland Fuß fasse. Ja, okay. Er sagt, trotz der Söldner hat er einen Vorteil. Okay, da speichern wir mal. Aber es war klar, dass der jetzt da angreift. Also er musste da angreifen, weil sonst hätte ich ihn angegriffen. Also die gepanzerten Legionäre sind natürlich richtig krass. Ja, dann schaue ich mal. Also auf jeden Fall, seine Fernkämpfer sind nichts mehr wert. Die sind fast nicht mehr da. Das Gute ist, er muss angreifen und ich habe Hopliten. Das ist schon mal was. Aber natürlich steht er auf dem Hügel und ich nicht. Das heißt, meine Hopliten haben nicht mehr ganz so viel Durchschlagskraft, wie wenn wir auf den Hügel wären. Aber ich mach mal kurz Ton ein bisschen leiser, sonst kommt da Echo. Echo, Echo! Ja. Wenn wir da wären, wäre es halt richtig, richtig cool. Weil das ist ja schon, zwar nur eine kleine Schräge, aber sie hat doch Auswirkungen. Vor allen Dingen hätten wir uns hier zurückziehen können. Und da hätte der Gegner kein Land gesehen. So, auf jeden Fall, diese Söldnerhopliten werden jetzt meine Front. Die, warte, aber eine Front, die geschlossen ist, bitte. So, ich stelle mich ein bisschen kleiner auf. So, die stelle ich schräg hin. Also, wenn man die so in so einer Quadratformation hat, dann hat man keine Probleme damit, wenn die in die Seite, in die Flanke angegriffen werden, weil die ja in jede Richtung schauen. Nicht? So. Warte, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich stelle die nämlich hier auf. Und meine Legionäre stelle ich hier auf. Ich mache eine relativ starke linke Flanke, weil ich versuche nicht von hier anzugreifen wegen dem Hügel, sondern ich versuche ihn von hier zu umrunden. So, die, Alter, es sind so wenige Söldner, können hier ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss ich die mal ein bisschen sortieren. Ah ne, das passt schon so. Gut, warte, die da werden zur öffentlichen Schildkröte. Die ist ganz öffentlich, das ist wunderbar.
Genau, damit die halt nicht so angegriffen werden können. Oder halt mehr aushalten. So, na, wann kommt er? Da kommt er ja. Super. Okay. Okay, der stellt sich schräg auf. Das ist ganz, ganz angenehm. So, dann versuche ich mal hier hinzukommen. Das ist gut, dass er sich schräg aufstellt. Adlerkohorte, das sind nur noch 6 Leute, krass. Okay, da muss ich eine Salve drauf schießen, dann rennen die schon. Ein bisschen schneller. Wo das Gute ist, warte, hat der noch Kavallerie? Nicht mehr viel, gell? Dann versuche ich mal hier hinzureiten und einen Überraschungsangriff. Ich will so tun, als würde ich die da angreifen. Und dann mache ich einen Schlenker und greife die an, weil es die würden sonst, also wenn ich die gleich angreife, dann rennen die zu denen. Wenn ich so angreife und dann so, dann laufen die, kann sein, dass die nicht dahin laufen, sondern genau woanders hin. Und das will ich. Super, das klappt schon mal sehr gut. Das hat schon mal sehr gut geklappt. So, die sind jetzt ein bisschen abgelenkt. Come on. Und jetzt kann ich vorpreschen. Aber nicht laufen, sondern ganz normal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das war schon mal wichtig. Also bei so einer Übermacht ist es immer extrem wichtig, dass man einfach jeden rausnimmt, den man kann. So, okay. Okay, jetzt bin ich hier. Gepanzerte Legionäre. Der General kann ja jetzt ein bisschen pushen hier. Und reitet noch da. Gut, bitteschön. Diese da gehen auch auf die. Oh, auf die Flanke. Die rechte Flanke von mir braucht ein bisschen Unterstützung. Die können. Warte, nee, die bleiben hier stehen. Männer wanken. Ja, ich weiß, ich weiß. I know. Okay, schon mal zwei. Schau mal, der hatte gerade noch einen Legionär und der war trotzdem noch standhaft hier. Das ist echt krass. Okay. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist in Ordnung. Hatte ein bisschen Feuerkraft. So, sehr gut. So, und jetzt kommt der Hammer. Der Amboss steht ja noch zum Glück. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das ist nicht gut. Super, wieder raus. Bam, bam, bam. So,
schön wieder aus. Ja, das ist ein schändlicher Anblick. Du bekommst nochmal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, jetzt teilt er sich auf. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Das ist ein Wort. So, jetzt mache ich da einen Amboss. Einen Amboss rein. So. Der General muss raus. So, eine unserer schön. Einheiten hat ihre gesamte raus. Munition verbraucht. Wo ist der? Der ist da mittendrin, ne? Okay. Ja, er reitet mal da rein. So, super. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, ihr müsst wieder raus. Jetzt greift mal die an hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Ja, der geht jetzt unsere auch Männer raus. Fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ganz so geil ist es gerade nicht. Ganz so gut ist es gerade nicht, aber es ist noch alles offen. So, bitte einmal da rein. Wir müssen jetzt auch. Wir verlieren Boden. Ach echt, jetzt die sind gegen drei weggelaufen. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na gut, dann gewinne ich das anscheinend auch nicht. Na schön. Da muss ich halt eine neue Armee aufbauen. Ich habe hier Geld. Ich habe keine Zeit. Das ist blöd. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach krass, jetzt fliehen alle. Unser General ist gefallen. Ja, okay. Na schön. So, vielleicht bekomme ich die noch. Kaum einer jetzt. Jetzt. Adlerkorte, ne? So. Wie viel hat der noch? Ja, der hat zu viel. Alter, der Charge war heftig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Aber der war auf jeden Fall krass drauf. Gut, wir haben 1000 verloren, 580 besiegt. Das ist natürlich eine schlechte Bilanz. Der hat 230 gekillt. Das ist natürlich heftig. Ja, naja. Die haben echt nicht viel. Der hat niemand gekillt. Alter.
Das ist natürlich auch echt ein bisschen peinlich für einen Söldner, ne? Wenn er keinen gekillt hat. Aber mal, das passiert. Was denn? Die leben noch. Alter. Ja. Na schön. Na schön. Die Legion ist halt auch sehr, ja, jetzt mit seiner, mit unserer, mit. Dies ist keine unüberlegte Bitte. Doch die Götter wollen es so. Ein Angriff auf dieses Volk würde uns helfen. Ja, euch vielleicht, aber ich habe gerade mehr genug Stress. Das Problem ist gerade, ich habe hier in Spanien, habe ich ja zwei Full-Stack-Armee. Und Infanterie, also Rekrutierung ist gerade eh relativ wurscht bei mir, weil, ja, komm, du gehst dahin, weil, ich Geld hab. Gut, Baubericht, Verschleiß. Provinz umstritten. Neue Partei gegründet. Ja, gründet neue Parteien. Ich hab sie. Das ist so ein Schmarrn. Ich weiß nicht, wer das bei Total War gemacht hat. Aber es ist so ein Schmarrn, dass der Diktator von deiner Familie, das ist mein Diktator von den Corneliern, dass der ein eigenes Haus gründet. Das ist unlogischer, geht's gar nicht, ganz ehrlich. Das ist so ein Schmarrn. Oh Gott. So, das ist meiner. Vermächtnis wieder aufstellen. Legio 1, Rang 5. Wiederherstellen. So, du bist mal hier drin und baust jetzt eine prätorianische. Nee, also erstmal 5 gepanzerte Adlerkohorte, brauche ich auch eine. Und dann diese brauche ich auch 5. Also dann habe ich 16 Gladiatoren. Das wäre auch mal interessant, nur mit Gladiatoren anzugreifen. Da mache ich mal eine Armee mit nur Gladiatoren. Das wird lustig. So, und dann diese. In 3 Runden sind die platt. Gut. Wisst ihr was? Ich schick mal den. Ich schick mal meinen Diktator nach Hause. Nee, das ist ja nicht mal meiner, aber ich schick den trotzdem mal nach Hause. Nee, der soll da anfangen anzugreifen. Gut, wir haben 31. 131. Tja. 131 hätte ich eigentlich in der Türkei landen müssen. Super. Aber jetzt, da ich zu Hause ein bisschen Stress habe, wird daraus wahrscheinlich nichts. Der hat schon wieder mindestens 6 Leinenpanzer-Pikiniere. Das ist so lame. Den kann ich besiegen, den kann ich besiegen. Die könnte ich beide auf einmal besiegen, ehrlich gesagt. Geh mal dahin, weil die sind ja jetzt. Warte. Oh, keine Garnison. Super. Hier mache ich mal hier so. Du tötest den mal. Nee, du kannst den gar nicht töten. Entschuldigung. Kannst du den töten? Nein.
Wo ist denn meine Töterin? Da hinten, oder? Ja, die kann töten. Okay. Dann tötest du mal den. Ein verwundet. Wenigstens etwas. Dann fehlleiten. Natürlich. Und du... Pergamon. Sabotage. Ja, willkommenes Scheitern ist immer relativ. Habe ich hier nicht eine Flotte aufgestellt? Da wollte ich eine Flotte aufstellen. Nicht wahr? Mir war so. Gut, nächste Runde befreie ich Metlan. Und dann gehe ich mit zusammen mit der Legio 1. Jetzt habe ich wahrscheinlich zweimal Legio 1, oder? Legion 1? Ne, die ist gestorben, okay. Ja. So. Ach, ist das ärgerlich. So, Loyalität sichern, du verscheißter Verräter, du. Verschissener Verräter. Ach, das ist ja jetzt mein Familienoberhaupt. Ach, okay, warte. Du bekommst Kinder, bitte. Mit Schwertern ist gut. Ja, machen wir mal mit Schwertern und Steuersatz, öffentliche Ordnung, Rüstung. Okay, ich mache Rüstung. Du bist befördert und kannst noch nicht heiraten, aber das kommt schon. Du, wir finden eine Frau für dich. Ohne Zweifel. Oh, jetzt kommen drei Armeen. Juhu. 1, 2, 3, 4. Warte, was ist die Flotte? Das ist die Flotte. Dir ist egal. Die ist total egal. Alter, ich habe ja viele Kavalleristen. Okay. Ja. Bin mal gespannt. Also 2500 gegen fast 2000. Ich könnte die Garnisonsarmee... Also ich schaue es mir mal an. Ich könnte auch die Garnisonsarmee zum Abfang rausschicken. Ich weiß halt nicht, wo die Medusa-Köpfe herkommen. Nein. Die muss ich eigentlich nicht abfangen, weil die sind easy. So. Ich werde, denke ich, rausgehen. Ich glaube, ich werde rausgehen, weil Städtekämpfe sind für... Ach, echt jetzt? Ich kann hier nirgendwo landen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Städtekämpfe sind für Pikiniere extrem gut. Okay, also. Die werde ich auf jeden Fall mal hier hinstellen. Die auf die rechte Flanke. Die da gehen vor. Ich sagte, die gehen vor. Dann gehen die hier hin. Die gehen dahin. Warte, hier. Ihr bekommt auch noch zwei. Ihr drei geht hier hin und ihr drei geht dahin. Oh,
Ah, das war dumm. So. Schön abfangen. Weil hier ist auch nochmal Kavallerie, aber das ist wurscht. Hier ist Fernkampfkavallerie. Ich hol mir die da. Die da verliert hier jetzt. Also wenn der jetzt da rein charged, ist er sehr dämlich. Der charged da rein. Alter, ist der dumm. Naja, vielleicht auch nicht. Unser General wird angegriffen. Was macht ihr denn da? Geht mal weiter hier. Wieso sind die noch gut bei Dingen? Die gehen sowieso jetzt da rein. Na gut. Dann gehen die mal hier hin. Und die gehen zurück dahin. Hat auch gut viel Kavallerie. Interessante Schlacht. So, die gehen, machen hier dicht. Bekommen noch Fernkampfunterstützung. So, hier, wow, das sind. Das ist schon mal was. Warte, nee, die Fernkämpfer brauchen wir hier. Und die da eben. Ja, doch. Ja. Jetzt
schon mal zwei. Männer wanken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, hier geht jetzt alles schön da rein. So, die ganzen gehen jetzt auf die Pekiniere. Wo sind die? Da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Leinpanzer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt die Pferde gehen hier weiter. Komplett alle hier auf die Leinpanzer. Los geht's. Ja, okay. Und so geht's auch. Natürlich ist es ja blöd, wenn da jetzt auch ein Panzerpikiniere drin sind. Ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unser General ist gefallen. Schau mal. Unser General ist hier. Der kämpft gegen Hopliten. Nicht gegen Hopliten, sondern Fernkämpfer. Oh Gott. Das ist lächerlicher geht's nicht, ganz ohne Schmarrn. So lame. Sondern das ist dann so, als ob das Spiel sagt so, oh nee, der darf hier nicht gewinnen. Oh, eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Boah. Warte mal, mein General war im Ziel. Hä? Achso, habe ich den dann schon? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, und jetzt gerne hierhin. Lauft. Zurück, außer die sollten jetzt mal endlich diese blöden Peltasten töten, anstatt sich von denen killen zu lassen. Ne?
toll. Das ist super. Das ist wunderbar. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wirklich? Die verarschen mich doch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, schön in den Rücken schießen. Schöne, hübsche Pikiniere. Ah, was soll ich denn? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, der Mob kann auch mal helfen. Die sind alle ohne Mittel. Na komm, wieder zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Also nicht nach darin, sondern nach darin. Super. Good job. Das ist nicht mehr so gefährlich. Ich erwarte eure Befehle. Liebe Ida, nenn es Maschinen. Stopp in die Geschwindigkeit. Ja, dann lasst euch halt fangen. Jetzt mich auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach, ist das toll. Ist das toll. General stirbt gegen eine... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Süßen... Pikiniers... Gegen Pikiniere wäre es logischer gewesen als jetzt das hier, aber... Oh, wurscht. Das ist jetzt nicht mehr vom Belang. So, wo sind die blinden Pikiniere? Da sind sie. So, jetzt kann ich die Kabelachsen auch wieder zurückziehen. Jetzt sind die noch hier. So.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na komm schon, na komm schon. So, sehr schön. Die Franken auch schon. Ich erwarte eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mordago! Kampfbereit und zinnig! Verstanden! Gegenattack! Komm nochmal, wir beginnen hier rein. Das ist herrlich. Stolze Römer! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt macht den schnell fertig. Macht den schnell fertig. Dann seid ihr tot. Oh, hi. Schön rundrum und dann schön in den Rücken rein. So, und ihr seid jetzt auch fertig. Schön rundrum. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und in den Rücken rein. Oder einfach überall rein. Einfach überall rein. So, der ist jetzt auch weg. Das ist gut. So. Die sind jetzt schwerer, weil die haben nicht so eine krasse... So. Schön in die Flanke. Schön in die Flanke. Und der hilft ihnen. Eieiei. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist, zum Beispiel ein bisschen unlogisch, weil der hatte jetzt die Phalanx in diese und diese Richtung. Jetzt hat er sie nur noch zum Glück in diese Richtung. Aber sowas ist dies darf nicht geschehen, gell? So, uiuiui, das war ein heftiges Gefecht. Eieiei. Ach, den gibt's auch noch. Na dann. Ja, mein General ist tot. Ich schau noch mal nach, wie er gestorben ist. Weil an sich... Dass der wirklich gegen Fernkämpfer gestorben ist, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber okay, meine Kavallerie hat das Ganze gerettet. Und ja, natürlich die Fernkämpfer, die waren extrem wichtig. Die waren extrem wichtig, ja, edler Tod. So. Schön, die sind beide gestorben. Die sind alle drei gestorben. Das war wirklich ein ehrenhafter Tod. Ja. 1, 2, 3, 4 Einheiten sind tot. Ja, komm, ich versklav die jetzt. Die haben nichts Besseres verdient. Und hier ist ja jetzt auch nochmal eine Full-Stack-Armee. Das ist nicht so
Was der will mir sagen, dass er hier gewinnt. Das kann. Ja, das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, mit Rammen. Also er wird mit einer Salve, glaube ich, eine Einheit, wahrscheinlich die da sofort töten. Aber wenn ich an ihn rankomme, glaube ich, habe ich eine Chance. Vor allen Dingen, weil es jetzt neblig ist, das ist super. Das ist sehr gut. Natürlich bitte alle mit flambierter. Flambierter Ding. Ich kann ihn halt auf einmal. Ich kann ihn halt dreimal rammen und das ist halt eigentlich ganz gut. Okay, Nummer 1. Unser General wird angegriffen. Nummer 3. Ja, okay, wenn er sagt, dass dreimal Rammen nicht reicht, meine Güte. Viermal Rammen, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh, da hatte ich jetzt gerade wirklich ein bisschen Sorgen. So dreimal Rammen hätte eigentlich. Ja, vielleicht, weil ich schräg gerannt habe und nicht wirklich im 90-Grad-Winkel. Könnte sein. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt auch noch. Oh, wir sind dann schon bei 50 Minuten. Ja, dann wird es halt heute eine längere. Ist ja Samstag. Ist ja Samstag, das geht schon. So. Jetzt muss ich ja mich hier erholen, bis ich Delminium retten kann. Und hier ist eine Vollstack-Armee und hier. Das ist nicht sonderlich praktikabel gerade. Dann würde ich ja fast sagen. Alter, willst du mich jetzt verquaken? Jetzt ist Pergamon auch noch in Neapolis gelandet, da wo ich gerade meine Aushilfskohorte machen, meine Legion machen will. 3, 4, 5, 6. Das kann ich nicht schaffen. Was ist das denn jetzt für ein arschiger Move? Ich will nicht schon wieder alles nach. Oh. Mann, ist das blöd. Mann, ist das jetzt blöd. Ja, okay. Vor allen Dingen, das ist jetzt meine Familienoberhaupt. Super. Warum? Gut, also, ja, das werden wir dann auf nächstes Mal verschieben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja. Vor allen Dingen lustig ist, dass Pergamon einfach durch dieses römische Feld einfach geht und mich angreift und nicht ihn. Ist mal wieder typisch. Gut, ich hoffe, wir überleben das. Aber die nächsten 5 Runden sind wichtig. Also, weil 5 Runden braucht mein Diktator, um zu kommen. Braucht der da oben, um hier hinzukommen. Und brauche ich, um eine neue Legion auszuheben. Cool. Cool, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich gibt es noch einige Male. Weil ich will das Projekt nicht aufgeben. Auch wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurücklegen. Ah, nur wegen den blöden Bürgerkriegen hier. Das ist so. Oh. Und jetzt ist unser Diktator auch noch zum anderen Haus. Oder hat ein eigenes Haus gemacht. Was total logisch ist, weil er ist das Familienoberhaupt und er ist Diktator von den Corneliern. Aber ja, ich habe zwar schon ein Haus, aber der Name gefällt mir nicht. Jetzt mache ich ein neues Haus auf und bin da ganz alleine. Super. Cool. Ah, naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bye.
Sega. Bestraft werden!